Ja, Leute, ich begrüße euch seit langer, langer Zeit mal wieder zu einem Let's Read in Sachen Skyrim. Ihr seht's links schon, wir werden uns mit der Wolfskönigin beschäftigen. Sowohl die 8 Bände als auch die Biografie habe ich mir rausgesucht. Ist ja empfohlen worden, oder ich hatte im ersten Let's Read oder im zweiten darum gebeten, dass man Vorschläge macht. Das war dabei. Auch die anderen Vorschläge habe ich mir alle notiert. Also falls ihr schon Vorschläge gemacht habt, braucht ihr die nicht nochmal machen. Ja. Ich vermute, es wird nicht eine Folge oder nicht nur ein Let's Read, sondern ich werde es aufsplitten in zwei, weil 8 Bände doch schon ziemlich heftig ist. Ich meine mich zu erinnern, dass ich die auch schon durchgeguckt habe und die alle schon recht lang sind. Weswegen wir jetzt einfach mal starten. Ich habe die Uhr daneben stehen und wir werden mal gucken. Ja, vielleicht machen wir die ersten 4 Bände oder die ersten 5 und dann machen wir das in 2 Folgen. Jetzt geht's aber erstmal los mit der Wolfskönigin Buch 1. Die Wolfskönigin Band 1 von Vorgin Yard. Aufgeschrieben von Montokai, einem Weisen des 1. Jahrhunderts der 3. Ära. 3. Ära 63. Im Herbst des Jahres kam Prinz Pelagius, Sohn des Prinzen Uriel, welcher der Sohn der Kaiserin Kintira, welches die Nichte des großen Kaisers Tiber Septim war, zum Stadtstaat Camlorn in Hochfels, um der Tochter von König Wulstaid den Hof zu machen. Ihr Name war Quintilla. Sie war die schönste Prinzessin in Tamriel, geschickt in den jungfräulichen Fertigkeiten und eine erfahrene Hexenmeisterin. Pelagius war seit 11 Jahren Witwer und hatte einen jungen Sohn namens Antiochus. Er erreichte den Hof, musste dort aber feststellen, dass der Stadtstaat von einem großen Dämonenwerwolf terrorisiert wurde. Anstatt sie zu umwerben, zog Pelagius mit Quintilla aus, um das Königreich zu retten. Durch sein Schwert und ihre Hexerei wurde die Bestie vernichtend geschlagen und Quintilla kettete mit Hilfe mystischer Kraft die Seele der Bestie an einen Edelstein. Pelagius ließ mit dem Juwel einen Ring schmieden und heiratete sie. Aber man sagt, die Seele des Wolfs verblieb bis zur Geburt ihres ersten Kindes mit dem Paar. 3. Ära, Jahr 80. Der Botschafter des Königreichs von Einsamkeit ist angekommen, Eure Hoheit, flüsterte der Hofkämmerer Balbus. Gerade jetzt während des Essens, murmelte der Kaiser, und sag ihm, er soll warten. Nein, Vater, es ist wichtig, dass ihr ihn empfängst. Okay, ein Schreibfehler, sagte Pelagius und erhob sich. Ihr könnt ihn nicht warten lassen und ihm dann die schlechte Nachricht mitteilen. Das wäre sehr undiplomatisch. Dann geht nicht, ihr seid viel diplomatischer als ich. Die ganze Familie sollte hier sein, fügte Kaiser Uriel II. Hinzu, als ihm bewusst wurde, dass nur wenige Mitglieder der Familie an seinem Tisch tafelten. Wo ist eure Mutter? Die schläft gerade mit dem Erzpriester von Kynaret, hätte Pelagius fast gesagt. Aber er war, wie sein Vater eben bemerkte, sehr diplomatisch. Stattdessen sagte er, bei der Andacht. Und euer Bruder und eure Schwester? Amiel ist in Erstburg und trifft sich dort mit dem Erzmagister der Magiergilde. Und Galana ist, auch wenn wir das dem Botschafter natürlich nicht erzählen werden, mit den Vorbereitungen für ihre Hochzeit und dem Herzog von Narsis beschäftigt. Da der Botschafter ja erwartet, dass sie seinen Gönner, den König des Königreichs von Einsamkeit, heiratet, werden wir ihm mitteilen, dass sie bei den Quellen weilt, wo Pestbeulen von ihrem Körper entfernt werden. Erzählt ihm das und er wird nicht sehr auf die Heirat drängen, obwohl es schon aus politischen Gründen recht zweckmäßig wäre, fügte Pelagius lächelnd hinzu. Ihr wisst ja, wie mulmig es den Nord bei warzigen Frauen wird. Aber beeilt euch, ich habe das Gefühl, ich sollte meine Familie um mich haben, damit ich nicht wie ein alter Trottel aussehe, der von Freunden und Familie verschmäht wird. Brummelte der Kaiser und ging ganz recht in der Annahme. Was ist mit eurer Frau? Wo ist sie und wo sind meine Enkel? Quintilla ist im Kinderzimmer mit Zephorus und Magnus. Antiochus hurt. Entschuldigung, jetzt hatte ich gerade Probleme. Antiochus hurt wahrscheinlich in der Stadt herum. Wo Potema ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich lernt sie. Ich dachte, ihr mögt die Kinder nicht um euch haben. Doch. Vor allem bei solchen Treffen mit Botschaftern in hufigen Staatsgemächern, seufzte der Kaiser. Sie bringen frischen Wind herein und einen Hauch von Unschuld und Höflichkeit. Ach ja, lasst den verdammten Botschafter rein, sagte er zu Balbus.
Apothema war gelangweilt. Es war Regenzeit und in der kaiserlichen Provinz. Winter und die Straßen und Gärten der Stadt waren überflutet. Sie konnte sich nicht mehr an die Zeit vor dem Regen erinnern. Waren es Tage, Wochen oder schon Monate, seit die Sonne zum letzten Mal geschienen hatte? Unter dem fortwährenden Flackern der Fackeln vor dem Palast war nur schwer zu beurteilen, wie viel Zeit verstrichen war. Apothema ging durch die Hallen aus Marmor und Stein. Sie hörte den prasselnden Regen und dachte nur daran, wie langweilig ihr doch war. Astefe, ihr Lehrer, wartete sicher schon auf sie. Normalerweise machte es ihr nichts auszulernen. Das Auswendiglernen fiel ihr nicht schwer. Sie fragte sich selbst ab, als sie durch den leeren Ballsaal ging. Viele Schreibfehler. Wann war der Untergang von Orsinium? Erste Ära 980. Wer schrieb die tamrielischen Traktate? Cosei. Wann wurde Tiber Septim geboren? Zweite Ära 288. Wer ist derzeit König von Daggerfall? Mortyn, der Sohn von Gotlyr. Wer ist derzeit Herrscher von Sylvanar? Varbarend, der Sohn von Varbaril. Wer ist der Kriegsherr von Klein Mottien? Fangfrage. Es ist eine Frau, Ioa. Klein Mottien ist ein schöner Name. Was bekomme ich, wenn ich ein braves Mädchen bin, nicht in Schwierigkeiten gerate und mein Lehrer sagt, dass ich eine hervorragende Schülerin bin? Mutter und Vater werden ihr versprechen, mir mein eigenes dädrische Katana zu kaufen. Nicht einhalten und behaupten, dass sie sich an ein solches Versprechen nicht erinnern können und dass es ohnehin zu teuer und gefährlich für ein Mädchen meines Alters ist. Stimmen kamen aus den Staatsgemächern des Kaisers. Es waren ihr Vater, ihr Großvater und ein Mann mit fremdem Akzent. Ein Nord. Apothema verschob einen Stein, den sie hinter einem Wandteppich gelockert hatte, und lauschte. Lassen Sie uns offen sprechen, Eure kaiserliche Hoheit, vernahm sie die Stimme des Nord. Meinem Gebieter, dem König des Königreichs von Einsamkeit, ist es egal, ob Prinzessin Galana aussieht wie ein Ork. Er möchte ein Bündnis mit der kaiserlichen Familie eingehen und ihr habt zugesagt, ihm Galana zur Frau zu geben. Andernfalls müsst ihr die Millionen von Gold zurückgeben, die er euch gegeben hat, damit ihr den Aufstand der Khajiit in Torval niederschlagen könnt. Das war eine Übereinkunft, die zu Ehren ihr geschworen habt. Ich erinnere mich nicht an ein solches Versprechen, hörte sie ihren Vater. Erinnert ihr euch, werter Vater? Apothema glaubte aus dem antwortenden Murmeln die Stimme ihres Großvaters, des alten Kaisers, herauszuhören. Vielleicht sollten wir zum Archiv gehen und nachsehen. Meine Erinnerung mag mich trügen, erklang die Stimme des Nord sarkastisch. Ich bin mir ganz sicher, dass euer Siegel auf der Vereinbarung war, ehe es weggeschlossen wurde. Es kann aber natürlich sein, dass ich mich irre. Wir werden einen Pagen zum Archiv schicken, damit dieser die benannten Dokumente bringt, hörte sie ihren Vater mit der ihr vertrauten milden Stimme antworten, die er benutzte, wenn er dabei war, ein Versprechen zu brechen. Apothema kannte sie nur zu gut. Sie steckte den Stein wieder zurück an seinen Platz und eilte aus dem Ballsaal. Sie wusste genau, wie langsam die Pagen gingen, die es gewohnt waren, Botengänge für den tattrigen Kaiser zu machen. Sie konnte in 0, nichts ins Archiv gelangen. Die massive Ebenholztür war natürlich verschlossen, aber sie wusste, was sie zu tun hatte. Vor ungefähr einem Jahr hatte sie die bosmerische Kammerzofe ihrer Mutter beim Stehlen erwischt. Im Gegenzug für ihr Schweigen musste die junge Frau ihr beibringen, wie man Schlösser knackt. Apothema zog zwei Nadeln aus ihrer roten Diamantenbrosche und steckte die erste mit ruhiger Hand in das erste Schloss, wobei sie sich die Kombination aus Schlüsselhalmen und Zuhaltung im Mechanismus einprägte. Jedes Schloss hat seinen eigenen Charakter. Das Schloss zur Speisekammer in der Küche, 6 freie Zuhaltungen, eine 7. feste und einen Sicherungsbolzen. Sie war nur zum Spaß in die Speisekammer eingebrochen, aber sie dachte mit einem Lächeln, wäre sie zum Beispiel eine Giftmörderin, dann wäre der gesamte kaiserliche Haushalt nun tot. Das Schloss zu Antiochus verstecktem Vorrat khajiitischer Pornografie, nur 2 freie Zuhaltungen und eine lächerliche Falle aus vergifteten Stacheln, die durch Druck auf das Gegengewicht leicht zerlegt werden konnte. Das war ein einträglicher Treffer gewesen. Es war schon merkwürdig, dass Antiochus, der sonst nie Scham zeigte, so leicht zu erpressen war. Sie war natürlich auch erst 12 und betrachtete den Unterschied zwischen der Perversion der Katzenmenschen und der Syrodiil aus einer eher wissenschaftlichen Perspektive. Nichtsdestotrotz musste Antiochus ihr die Diamantenbrosche geben, die sie so sehr schätzte. Sie war noch nie entdeckt worden.
Weder als sie in das Studierzimmer des Erzmagiers einbrach, um dessen ältestes Buch mit Zaubersprüchen zu stehlen, noch als sie in das Gästezimmer des Königs von Gilan einstieg, um dessen Krone am Tag der offiziellen Willkommenszeremonie von Magnus zu stehlen. Es war schon fast zu einfach, ihre Familie mit diesem kleinen Verbrechen zu piesacken. Aber nun ging es um ein Dokument, das der Kaiser für ein sehr wichtiges Treffen brauchte. Sie würde es zuerst bekommen. Leider war dies das schwierigste Schloss, das sie bisher zu knacken hatte. Wieder und wieder drückte sie gegen die Zuhaltungen, schob die gegabelte Klammer beiseite, die gegen ihre Nadel schnappte und an die Gegengewichte hämmerte. Sie brauchte fast 30 Sekunden, um durch die Tür in das Archiv einzudringen, in dem die Schriftrolle des Ältestenrats aufbewahrt wurde. Die Dokumente waren wohl sortiert nach Jahrgang, Provinz und Königreich. Schnell fand Potema das Heiratsversprechen von Uriel Septim II., Kaiser von Gottes Gnaden des heiligen Syrodeilischen Kaiserreichs von Tamriel, zwischen dessen Tochter Prinzessin Galana und seiner königlichen Hoheit des Königreichs von Einsamkeit Mantiarco. Sie schnappte sich ihre Beute und war auch schon wieder aus dem Archiv, dessen Tür sie natürlich wieder verschloss, ehe die Pagen auch nur in Sichtweite waren. Wieder im Ballsaal angekommen, lockerte sie den Stein erneut und lauschte gespannt den Gesprächen. Ein paar Minuten lang sprachen die drei Männer, also der Nord, der Kaiser und ihr Vater, nur über das Wetter und einige langweilige diplomatische Einzelheiten. Dann hörte sie Schritte und eine junge Stimme, die eines Pagen. Eure kaiserliche Hoheit, ich habe das Archiv durchsucht, aber ich kann das Dokument, nach dem ihr gefragt habt, nicht finden. Da seht ihr es, sagte Potemas Vater. Wie ich sagte, das Dokument existiert nicht. Aber ich habe es gesehen. Die Stimme des Nords war voller Wut. Ich war da, als mein Lehnsherr und der Kaiser es unterzeichneten. Ich war selbst dabei. Ich hoffe, ihr wagt es nicht, die Worte meines Vaters, des höchsten Kaisers von ganz Tamriel, anzuzweifeln. Nicht jetzt, wo es Beweise gibt, dass ihr euch, nun ja, geirrt habt, sagte Pelagius mit leiser, bedrohlicher Stimme. Natürlich nicht, erwiderte der Nord schnell. Aber was sage ich meinem König? Er wird nicht mit der kaiserlichen Familie verbandet und erhält auch das Geld nicht zurück, das er euch gemäß der Vereinbarung, so wie wir sie in Erinnerung haben, gegeben hat. Wir möchten wirklich keine Spannung zwischen dem Königreich von Einsamkeit und uns, hörte sie die Stimme des Kaisers, zaghaft, aber deutlich. Wie wäre es, wenn wir König Mantiarco stattdessen unsere Enkelin anbieten? Potema fühlte, wie die Kälte des Saals auf sie herniedersank. Die Prinzessin Potema? Ist sie nicht ein wenig zu jung? Fragte der Nord. Sie ist schon 13 Jahre alt, sagte ihr Vater. Alt genug, um zu heiraten. Sie wäre eine ideale Partnerin für euren König, sagte der Kaiser. Zugegeben. Sie ist sehr schüchtern und unschuldig, aber ich bin sicher, dass sie die höfischen Sitten und Gebräuche schnell erlernt. Sie ist schließlich eine Septim. Ich glaube, sie wäre eine hervorragende Königin des Königreichs von Einsamkeit. Nicht besonders aufregend, aber von noblem Charakter. Die Enkelin des Kaisers steht ihm aber nicht so nah wie seine Tochter, sagte der Nord übellaunig. Andererseits weiß ich nicht, wie wir dieses Angebot zurückweisen könnten. Ich werde es meinem König überbringen lassen. Ihr könnt gehen, sagte der Kaiser und Potema hörte den Klang der Schritte des Nords, wie er die Staatsgemächer verließ. Tränen liefen Potema über die Wangen. Sie wusste, wer der König des Königreichs von Einsamkeit war, Mantiarco. 62 Jahre alt und ziemlich fett. Sie wusste auch, wie weit das Königreich von Einsamkeit entfernt war und wie kalt es dort in den nördlichen Gefilden wurde. Ihr Vater und ihr Großvater verbanden sie zu den barbarischen Nord. Die Stimmen redeten weiter. Gutes Schauspiel, mein Junge. Nun sieh aber auch zu, dass die Dokumente sicher verbrannt werden, sagte ihr Vater. Mein Prinz, fragte der Page leicht verunsichert. Die Vereinbarung zwischen dem Kaiser und dem König des Königreichs von Einsamkeit, ihr Dumpfkopf. Wir möchten nicht, dass jemand weiß, dass sie existiert. Mein Prinz, ich habe die Wahrheit gesagt. Ich konnte das Dokument im Archiv nicht finden. Es scheint verloren gegangen zu sein. Bei Lorkhan, brüllte ihr Vater. Warum geht in diesem Palast immer alles verloren? Geht zurück zum Archiv und sucht, bis ihr es findet. Potema betrachtete das Dokument. Millionen von Goldstücken wurden dem Königreich von Einsamkeit versprochen, falls Prinzessin Galana den König heiraten würde. Sie konnte es ihrem Vater übergeben und vielleicht müsste sie Mantiarco dann nicht heiraten. Oder lieber nicht.
Sie könnte ihren Vater und den Kaiser auch damit erpressen und ein hübsches Sümmchen herausschlagen. Oder sie könnte es hervorzaubern, wenn sie Königin des Königreichs von Einsamkeit wäre und damit ihren Säckel füllen, um alles zu kaufen, was ihr Herz begehrte. Und das war mehr als ein dädrisches Katana, das war sicher. So viele Möglichkeiten, dachte Potema. Plötzlich stellte sie fest, dass sie auf einmal gar nicht mehr so gelangweilt war. Das war Band 1. Und allein das hat schon 10 Minuten gedauert. Ich werde jetzt Band 2 noch lesen. Vielleicht splitte ich es dann auch in 3, 4 Let's Reads auf. Mal gucken, jetzt Band 2. Die Wolfskönigin Band 2 von Vaughan Yard. Aufgeschrieben von Montokai, einem Weisen des 1. Jahrhunderts der 3. Ära. 3. Ära, Jahr 82. Ein Jahr nach der Vermählung Prinzessin Potemas, seiner 14-jährigen Enkelin, mit König Mantiaco aus dem Nordkönigreich von Einsamkeit, schloss Kaiser Uriel VII. II. Für immer seine Augen. Sein Sohn, Pelagius VII. II., wurde zum Kaiser gekrönt und sah sich aufgrund des schlechten Haushaltens seines Vaters einer fast vollständig geleerten Schatzkammer gegenüber. Als neue Königin des Königreichs von Einsamkeit wusste Potema die alten nordischen Häuser gegen sich, die ihn ja einer Außenseiterin sahen. Mantiaco war bereits einmal verwitwet und seine frühere Königin war höchst beliebt gewesen. Sie hatte ihm einen Sohn hinterlassen, Prinz Batorg, der 2 Jahre älter war als seine Stiefmutter und sie ebenfalls nicht mochte. Aber der König liebte seine Königin und durchlitt mit ihr eine Fehlgeburt nach der anderen bis zu ihrem 29. Lebensjahr, in dem sie ihm einen Sohn gebar. 3. Ära, Jahr 97. Ihr müsst etwas gegen die Schmerzen tun, schrie Potema und biss gut sichtbar ihre Zähne zusammen. Der Heiler Kelmet dachte sofort an eine Wölfin in den Wehen, aber verbannte dieses Bild von seinem inneren Auge. Ihre Feinde nannten sie die Wolfskönigin, aber nicht aufgrund irgendwelcher körperlicher Ähnlichkeiten. Eure Majestät, es gibt hier keine Verletzung, die ich heilen könnte. Die Schmerzen, die ihr fühlt, sind natürlich und hilfreich für die Geburt. Er wollte noch mehr tröstende Worte hinzufügen, musste diese aber abbrechen, um sich vor einem Spiegel zu ducken, den sie nach ihm geworfen hatte. Ich bin keine schweinsnasige Bäuerin, fauchte sie. Ich bin die Königin des Königreichs von Einsamkeit, Tochter des Kaisers. Beschwört die Dedra herauf. Ich werde die Seele auch noch des letzten meiner Untertanen gegen ein wenig Linderung eintauschen. Meine Herrin, sagte der Heiler nervös, als er die Vorhänge schloss und somit das Sonnenlicht des kalten Morgens zurückhielt. Es ist nicht weise, solche Angebote auch nur im Spaß zu machen. Die Augen des Reichs des Vergessens spähen nur nach einem solch überstürzten Ausruf. Was wisst ihr schon über das Reich des Vergessens, Heiler? Knurrte sie, aber ihre Stimme war ruhiger, gelassener. Die Schmerzen hatten nachgelassen. Würdet ihr mir den Spiegel bringen, den ich nach euch warf? Werdet ihr ihn ein weiteres Mal werfen, Eure Majestät? Sagte der Heiler mit einem angespannten Lächeln und gehorchte. Höchstwahrscheinlich, sagte sie, als sie in ihr Spiegelbild sah. Und beim nächsten Mal werde ich nicht daneben werfen, doch ich sehe ja zum Fürchten aus. Wartet, Fürst Wocken, noch immer in der Halle auf mich? Fürst Wocken, oh Gott, ja, Euer Majestät. Gut. Dann sagt ihm, dass ich nur meine Haare richten muss und ihn dann empfangen werde. Und lasst uns allein. Ich werde nach euch schreien, wenn die Schmerzen zurückkehren. Ja, Eure Majestät. Einige Minuten später wurde Fürst Wocken in das Gemach geleitet. Er war ein gewaltiger, kahler Mann, dessen Freunde und Feinde ihn den Wockenberg nannten. Und wenn er sprach, klang es wie ein tiefes Donnergrollen. Die Königin war einer der wenigen Menschen, von denen Wocken wusste, dass sie nicht im geringsten von ihm eingeschüchtert war. Und er lächelte sie an. Meine Königin, wie fühlt ihr euch? Fragte er. Wie dem Tode geweiht. Aber ihr seht aus, als ob der Frühling zum Wockenberg gekommen ist. Ich schließe aus eurer fröhlichen Stimmung, dass ihr zum Kriegsherrn befördert wurdet. Nur vorübergehend, während euer Gatte, der König, überprüft, ob es Beweise für die Gerüchte über den Verrat meines Vorgängers, Fürst Tone, gibt. Wenn ihr sie dort hinterlassen habt, wo ich es euch aufgetragen habe, wird er sie finden, lächelte Potema und richtete sich in ihrem Bett auf. Sagt, ist Prinz Batorg noch immer in der Stadt? Was für eine Frage, Eure Hoheit, lachte der Berg. Heute ist das Turnier der Ausdauer und ihr wisst, dass er es niemals verpassen würde. Der Bursche erfindet jedes Jahr neue Strategien der Selbstverteidigung, die er während der Spiele zur Geltung bringt. Erinnert ihr euch an das letzte Jahr, wo er den Ring ohne Rüstung betrat, 20 Minuten lang 6 Schwertkämpfe abwehrte und dann die Spiele ohne einen Kratzer verließ?
Er widmete jenen Wettkampf seiner verstorbenen Mutter, Königin Amodeta. Ja, ich erinnere mich. Er ist weder mein noch euer Freund, eure Hoheit. Aber ihr müsst dem Mann den Respekt zollen, der ihm zusteht. Er bewegt sich wie ein Blitz. Ihr würdet es nicht von ihm denken, aber er scheint seine Unbeholfenheit immer zu seinem Vorteil zu nutzen, um seine Gegner abzuschütteln. Manche sagen, dass er einen Stil von den Orks im Süden gelernt hat. Sie sagen, dass er von ihnen lernte, wie der Angriff eines Feindes durch eine Art übernatürlicher Macht vorausgesehen werden kann. Da ist nichts Übernatürliches im Spiel, sagte die Königin ruhig. Das hat er von seinem Vater. Mantiaco hat sich nie so bewegt, gluckste Wocken. Das habe ich nie behauptet, sagte Putema. Sie schloss die Augen und biss die Zähne zusammen. Die Schmerzen kommen zurück. Ihr müsst den Heiler holen, aber erst muss ich euch noch etwas anderes fragen. Hat der Bau des neuen Sommerpalastes schon begonnen? Das denke ich, eure Hoheit. Denkt nicht, schrie sie, während sie sich in die Decken festkrallte und so fest auf ihre Lippen biss, dass ein Blutfaden von ihrem Kinn tropfte. Handelt! Vergewissert euch, dass der Bau sofort beginnt, heute. Eure Zukunft, meine Zukunft und die Zukunft dieses Kindes hängen davon ab. Geht! 4 Stunden später betrat König Mantiaco den Raum, um seinen Sohn zu sehen. Seine Königin lächelte schwach, als er ihr einen Kuss auf die Stirn gab. Als sie ihm das Kind reichte, lief eine Träne über sein Gesicht. Schnell folgte eine weitere und dann noch eine. »Mein Fürst«, sagte sie zärtlich, »ich weiß, dass ihr rührselig seid, aber so sehr...« »Es ist nicht nur das Kind, obwohl er wunderschön ist, mit den holden Gesichtszügen seiner Mutter.« Marciano wandte sich zu seiner Angetrauten, traurig, seine gealterten Gesichtszüge von Qualen verzerrt. »Meine teure Gemahlin, es gibt Schwierigkeiten im Palast. Offen gesprochen ist diese Geburt das Einzige, was diesen Tag davon abhält, der dunkelste meiner Regentschaft zu werden.« »Was ist es? Ist etwas mit dem Turnier passiert?« Putema setzte sich im Bett auf. »Hat das mit Batorg zu tun?« »Nein, es ist nicht das Turnier, aber es hat in der Tat mit Batorg zu tun. Ich sollte euch in einem Moment wie diesem nicht sorgen. Ihr braucht eure Ruhe.« »Mein Gemahl, erzählt es mir.« »Ich wollte euch nach der Geburt unseres Kindes mit einem Geschenk überraschen. Also habe ich den alten Sommerpalast vollständig renovieren lassen. Es ist ein wunderschöner Ort. Oder jedenfalls war er das. Ich dachte, dass ihr ihn mögen würdet, um die Wahrheit zu sagen, es war Fürst Wokens Idee. Früher war es Amodetas Lieblingsort.« Bitterkeit schlich sich in die Stimme des Königs. »Jetzt habe ich erfahren, warum.« »Was habt ihr erfahren?«, fragte Putema ruhig. »Amodeta hat mich dort betrogen, mit meinem Vertrauten, dem Kriegsherrn Fürst Tone. Es gab einen Briefwechsel zwischen ihnen, die abartigsten Dinge, die ihr jemals gelesen habt, und das ist noch nicht einmal das Schlimmste.« »Nicht?« »Die Daten der Briefe stimmen mit der Zeit von Batorgs Geburt überein. Den Jungen, den ich geliebt und aufgezogen habe, wie einen Sohn...« Mantiacos Stimme erstickte vor Erregung. »Er ist Tones Kind, nicht meins.« »Mein Liebling«, sagte Putema und empfand fast Mitleid mit dem alten Mann. Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und seine Schluchzer übergossen sie und ihr gemeinsames Kind. »Von heute an«, sagte er mit gefährlicher Ruhe, »ist Batorg nicht länger mein Erbe. Er wird aus dem Königreich verbannt. Dieses Kind, das ihr mir heute geboren habt, wird aufwachsen, um über das Königreich von Einsamkeit zu herrschen.« »Und vielleicht noch mehr«, sagt Putema. »Er ist auch der Enkel des Kaisers. Wir werden ihn Mantiaco den Zweiten nennen.« »Mein Liebling, das würde ich gern.« »Oh, falsche Stimmen«, sagte Putema und küsste des Königs tränenbenetztes Gesicht. »Aber dürfte ich Uriel vorschlagen, nach meinem Großvater, dem Kaiser, der unsere Ehe zusammenführte?« König Mantiaco lächelte seine Gemahlin an und nickte. Es klopfte an der Tür. »Mein gnädiger Herr«, sagte Wockenberg, »seine Hoheit, Prinz Batorg, hat das Turnier beendet und erwartet euch zur Übergabe seines Preises. Er hat erfolgreich den Angriffen von 9 Bogenschützen und dem Riesenskorpion, den wir aus Hammerfell mitbrachten, standgehalten. Die Menge brüllte seinen Namen. Sie nennen ihn den Mann, der nicht bezwungen werden kann.« »Wie kreativ!« »Ich werde zu ihm gehen«, sagte König Mantiaco traurig und verließ das Gemach. »Oh, er kann durchaus bezwungen werden«, sagte Putema müde, »aber dazu bedarf es einiger Anstrengungen.«
Das war Buch 2. Ich würde sagen, Buch 3 packe ich auch noch hier mit rein. Ja, machen wir. Die Wolfskönigin Band 3. Autor bekannt. Ersten drei Zeilen bekannt. Dritte Ära, Jahr 98. Kaiser Pelagius Septim II. Starb wenige Wochen vor dem Jahresende am 15. Abendstern während des Festes des Nordwindgebets, was als schlechtes Omen für das Kaiserreich ausgelegt wurde. Er hatte 17 schwierige Jahre lang geherrscht, um die bankrotte Schatzkammer wieder aufzufüllen, hatte Pelagius seinen Ältestenrat zunächst entlassen und die Mitglieder dann gezwungen, ihre Ämter wieder zurückzukaufen. Einige gute, jedoch arme Ratsherren blieben dabei auf der Strecke. Man munkelt, dass der Kaiser von einem rachsüchtigen ehemaligen Ratsmitglied vergiftet worden sein soll. Seine Kinder kamen, um seinem Begräbnis und der Krönung des nächsten Kaisers beizuwohnen. Sein jüngster Sohn, der 19-jährige Prinz Magnus, reiste aus Almalexia an, wo er Ratsherr am Königshof war. Der 21-jährige Prinz Zephorus kam seiner mit rotwardonischen Braut Königin Bianchi aus Gilane. Der 43-jährige Prinz Antiochus, ältestes Kind und mutmaßlicher Erbe, hatte bei seinem Vater in der Kaiserstadt gelebt. Als letztes erschien seine einzige Tochter Potema, die sogenannte Wolfskönigin des Königreichs von Einsamkeit. 30 Jahre alt und von strahlender Schönheit erschien sie mit prunkvollem Gefolge, begleitet von ihrem Gemahl, dem alten König Mantiarco und ihrem einjährigen Sohn Uriel. Jeder erwartete, dass Antiochus den Thron des Kaiserreichs übernehmen werde, aber niemand wusste, was von der Wolfskönigin zu erwarten war. Dritte Ära, Jahr 99. Fürst Wocken brachte spät nachts an jedem Tag dieser Woche mehrere Männer in die Gemächer eurer Schwester, brachte der Meisterspion vor. Vielleicht sollte man ihren Gemahl darauf aufmerksam machen. Meine Schwester ist eine Anhängerin der Siegesgötter Reman und Talos, nicht der Liebesgöttin Dibella. Sie schmiedet Komplotte mit jenen Männern und feiert keine Orgien mit ihnen. Ich wette, dass ich mit mehr Männern geschlafen habe, als sie es hat, lachte Antiochus und wurde dann ernsthaft. Sie steckt hinter der Verzögerung des Rats, mir die Krone anzubieten, ich weiß es. 6 Wochen schon. Sie sagen, sie müssen die Protokolle auf Vordermann bringen und sich auf die Krönung vorbereiten. Ich bin der Kaiser, krönt mich und ins Reich des Vergessens mit den Formalitäten. Eure Schwester ist euch sicherlich nicht wohlgesinnt, Eure Majestät. Aber es sind noch andere Faktoren im Spiel. Vergesst nicht, wie euer Vater die Ratsmitglieder behandelt hat. Sie sind es, auf die ihr euch konzentrieren solltet. Wenn nötig, mit starker Überzeugungskraft, fügte der Meisterspion hinzu und stach mit seinem Dolch vielsagend in die Luft. Tut das! Aber habt auch ein Auge auf die verdammenswerte Wolfskönigin. Ihr wisst, wo ich zu finden bin. In welchem Bordell, Eure Hoheit? Erkundigte sich der Meisterspion. Da heute Fredas ist, werde ich ins Katze und Kobold gehen. Der Meisterspion notierte in seinem Bericht jener Nacht, dass Königin Potema keine Gäste hatte, denn sie dinierte jenseits des kaiserlichen Gartens im Blauen Palast mit ihrer Mutter, der Kaiserwitwe Quintilla. Für die Winterzeit war es eine warme, überraschend wolkenlose Nacht, obwohl der Tag stürmisch gewesen war. Der durchnässte Boden konnte nichts mehr aufnehmen, also sahen die förmlichen, streng in Reihe und Glied bepflanzten Gärten aus, als seien sie mit Wasser überzogen. Die beiden Frauen nahmen ihren Wein auf dem breiten Balkon zu sich, um einen Blick auf die Parkanlage zu haben. Ich glaube, ihr versucht, die Krönung eures Halbbruders zu sabotieren, sagte Quintilla und sah ihre Tochter dabei nicht an. Potema bemerkte, dass die Jahre weniger viele Falten im Gesicht ihrer Mutter hinterlassen hatten, sondern ihre Hautfarbe stattdessen ausgebleicht hatte, so wie die Sonne einen Stein ausbleicht. Das ist nicht wahr, sagte Potema. Aber würde es euch viel ausmachen, wenn es stimmte? Antiochus ist nicht mein Sohn. Er war 11 Jahre alt, als ich euren Vater heiratete, und wir standen uns nie besonders nah. Ich denke, ein mutmaßlicher Erbe zu sein, hat sein Wachstum beeinträchtigt. Er ist alt genug, eine Familie mit erwachsenen Kindern zu haben, und dennoch verschwendet er seine ganze Zeit mit Ausschweifungen und Hurerei. Er wird keinen guten Kaiser abgeben, seufzte Quintilla und wandte sich Potema zu.
aber für die Familie ist es schlecht, wenn Unzufriedenheit gesät wird. Es ist einfach, sich in mehrere Parteien aufzuspalten, aber sehr schwierig, sich wieder zu vereinen. Ich fürchte um die Zukunft des Kaiserreichs. Das klingt zu ernst. Ihr werdet doch nicht etwa sterben, Mutter? Ich habe die Omen gedeutet, sagte Quintilla mit einem matten, ironischen Lächeln. Vergesst nicht, ich war in Camlorn eine berühmte Hexenmeisterin. In einigen Monaten werde ich tot sein. Und dann, nicht einmal ein Jahr später, wird euer Gemahl sterben. Ich bedauere nur, dass ich nicht mehr erleben werde, wie euer Kind Uriel den Thron des Königreichs von Einsamkeit übernehmen wird. Habt ihr gesehen, ob... Putema hielt ein, denn sie wollte nicht zu viel ihrer Pläne enthüllen. Auch nicht gegenüber einer Sterbenden. Ob er der Kaiser sein wird? Ja, ich kenne die Antwort darauf, Tochter. Fürchtet euch nicht. Ihr werdet lange genug leben, um die Antworten selbst zu sehen, so oder so. Ich habe ein Geschenk für ihn, wenn er volljährig wird. Die Kaiserwitwe löste eine Kette mit einem großen gelben Edelstein von ihrem Hals. Das ist ein Seelenstein, der den Geist eines großen Werwolfs enthält, den euer Vater und ich in einem Kampf vor 36 Jahren besiegt haben. Ich habe Zauber der Schule der Illusion auf ihn gelegt, so dass sein Träger jeden bezaubern kann, den er auswählt. Eine wichtige Fertigkeit für einen König. Und für einen Kaiser, sagte Putema und nahm die Kette an sich. Ich danke euch, Mutter. Eine Stunde später, als sie die schwarzen Zweige der zu Skulpturen beschnittenen Duadensträucher passierte, bemerkte Putema eine dunkle Gestalt, die bei ihrem Herannahen in den Schatten unter dem Dachgesims verschwand. Sie hatte schon früher Leute bemerkt, die ihr gefolgt waren. Eine der Gefahren, die das Leben am kaiserlichen Hof mit sich brachte. Aber dieser Mann war zu nah an ihren Gemächern. Sie legte sich die Kette um den Hals. »Komm heraus, damit ich euch sehen kann«, befahl sie. Der Mann tauchte aus den Schatten auf. Er war ein kleiner, dunkler Bursche mittleren Alters, in schwarz gefärbtes Ziegenleder gekleidet. Seine Augen waren starr, wie unter ihrem Zauber gefroren. »Für wen arbeitet ihr?« »Prinz Antiochos ist mein Herr«, sagte er mit tonloser Stimme. »Ich bin sein Spion.« Ein Plan formte sich in Putemas Kopf. »Ist der Prinz in seinem Arbeitszimmer?« »Nein, meine Dame.« »Aber ihr könnt es betreten.« »Ja, meine Dame.« Putema lächelte breit. Sie hatte ihn. »Geht voraus.« Am nächsten Morgen kam der Sturm des Vortages mit seiner ganzen Wut zurück. Der an Wände und Decken prasselnde Regen war eine Qual für Antiochos, der entdeckte, dass er nicht länger seine jugendliche Unverwundbarkeit gegen eine kräftige, durchzechte Nacht besaß. Er stieß die Argonierdirne, mit der er sein Bett teilte, hart an. »Macht euch nützlich und schließt das Fenster«, stöhnte er. Kaum war das Fenster verriegelt, klopfte es auch schon an die Tür. Es war der Meisterspion. Er lächelte den Prinzen an und händigte ihm ein Blatt Papier aus. »Was ist das?«, fragte Antiochos und kniff die Augen zusammen. »Ich muss noch immer betrunken sein. Es sieht wie orkisch aus.« »Ich denke, dass ihr es nützlich finden werdet, Eure Majestät. Eure Schwester ist hier, euch zu sehen.« Antiochos überlegte, ob er sich anziehen oder seine Bettgefährtin hinausschicken sollte, aber entschied sich anders. »Geleitet sie herein, soll sie doch schockiert sein.« Falls Putema schockiert war, so ließ sie es sich nicht anmerken. Eingehüllt in orange und silberfarbene Seide betrat sie den Raum mit einem triumphierenden Lächeln, gefolgt vom Mannberg, Fürst Wocken. »Teurer Bruder, ich sprach letzte Nacht mit meiner Mutter und sie gab mir sehr wertvolle Ratschläge. Sie sagte, dass ich in der Öffentlichkeit nicht mit euch streiten soll, um der Familie und des Kaiserreichs willen. Deshalb«, sagte sie und zog ein Stück Papier aus den Falten ihrer Robe, »biete ich euch eine Wahl an.« »Eine Wahl?«, sagte Antiochos und erwiderte ihr Lächeln. »Das hört sich doch freundlich an.« »Verzichtet freiwillig auf den kaiserlichen Thron, und es gibt keinen Grund für mich, dem Rat dies hier zu zeigen«, sagte Putema und reichte ihrem Bruder den Brief. »Es ist ein Brief mit eurem Siegel darauf, der besagt, dass ihr wisst, dass nicht Pelagius Septim der Zweite euer Vater ist, sondern der königliche Hofkämmerer Fondukt. Nun, bevor ihr bestreitet, den Brief geschrieben zu haben, ihr könnt weder die Gerüchte verleugnen, noch wird es der kaiserliche Rat für unwahrscheinlich halten, dass eurem Vater, dem alten Nachen, Hörner aufgesetzt worden sind. Ob es nun wahr ist oder auch nicht, ob der Brief eine Fälschung ist oder auch nicht,
Der Skandal würde eure Chancen ruinieren, jemals Kaiser zu werden. Antiochos Gesicht war vor Zorn leichenblass. Fürchtet euch nicht, Bruder, sagte Potema und nahm den Brief aus seinen zitternden Händen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr ein bequemes Leben führen werdet und auch all die Huren haben werdet, die euer Herz oder jedes andere eurer Organe begehrt. Plötzlich lachte Antiochos. Er schaute zu seinem Meisterspion hinüber und zwinkerte. Ich erinnere mich, wie ihr in mein geheimes Lager von Khajiit-Erotiker eingebrochen seid und mich erpresst habt. Das ist fast 20 Jahre her. Wir haben jetzt bessere Schlösser, wie ihr bemerkt haben solltet. Schon wieder ein Schreibfehler. Es muss euch fast umgebracht haben, eure eigenen Fähigkeiten nicht nutzen zu können, um das zu bekommen, was ihr haben wolltet. Potema lächelte bloß. Es machte nichts. Er konnte ihrer Falle nicht entkommen. Ihr müsst meinen Diener hier bezaubert haben, damit er... Oh, falsche Stimme. Ihr müsst meinen Diener hier bezaubert haben, damit er euch in mein Arbeitszimmer lässt und ihr mein Siegel benutzen konntet, grinste Antiochos. Ein Zauber vielleicht von eurer Mutter, der Hexe? Potema lächelte weiter. Ihr Bruder war gescheitert, als sie gedacht hatte. Wusstet ihr, dass Bezauberungssprüche sogar die Mächtigen nur kurze Zeit andauern? Natürlich wusstet ihr das nicht. Ihr wart nie an Magie interessiert. Lasst mich es euch sagen, dass ein großzügiges Gehalt eine stärkere Motivation ist, um einen Diener auf Dauer zu behalten, Schwester. Schon wieder falsche Stimme. Ist auch immer schwierig. Antiochos nahm seinerseits ein Blatt Papier zur Hand. Nun biete ich euch die Wahl an. Was ist das? Sagte Potema und ihr Lächeln gefror. Es sieht wie Gekrakel aus, aber wenn ihr wisst, wonach ihr sucht, ist es sehr verständlich. Es ist ein Übungsblatt. Eure Handschrift, die versucht, wie meine Handschrift auszusehen. Eine gute Begabung, die ihr da habt. Ich frage mich, ob ihr das nicht schon früher einmal getan habt. Die Imitation der Handschrift eines anderen. Ich habe gehört, dass ein Brief der toten Frau eures Gemahls gefunden wurde, in dem stand, dass sein Sohn ein Bastard ist. Ich frage mich, ob ihr jenen Brief geschrieben habt. Und ich frage mich, ob euer Gemahl, wenn ich ihm den Beweis für eure Begabung zeige, glauben wird, dass ihr jenen Brief geschrieben habt. In Zukunft, teure Wolfskönigin, stellt nie zweimal dieselbe Falle. Potema schüttelte wütend den Kopf, unfähig zu sprechen. Gebt mir eure Fälschung und macht einen Spaziergang im Regen. Und dann, im Laufe des Tages, sollt ihr eure anderen Komplotte beenden, die mich vom Thron abhalten sollen. Antiochos starrte in Potemas Augen. Ich werde Kaiser sein, Wolfskönigin. Und nun verschwindet. Potema gab ihrem Bruder den Brief und verließ den Raum. Draußen im Flur war sie für einige Augenblicke still. Sie starrte bloß auf die Regentropfen, die aus einem kleinen, fast unsichtbaren Riss in der Marmorwand tropften. Ja, Bruder, das werdet ihr sein, sagte sie, aber nicht für sehr lange. Und mit diesen Worten und dem fertig gelesenen dritten Buch der Wolfskönigin beende ich diese Folge des Let's Reads. Ich werde probieren, so schnell wie möglich weiterzulesen und so schnell wie möglich die Wolfskönigin rauszuhauen und hochzuladen. Wir sehen und hören uns beim nächsten Let's Read, bei der nächsten Folge Skyrim, bei der nächsten Folge, was auch immer ihr guckt. Und Leute, bis dahin. Ciao, ciao.